Die Landesmedienanstalt eröffnet zweiten Beta-Raum. Es geht darum, allen Menschen die Chancen der Digitalisierung zugänglich zu machen. Die LMS bietet jetzt mit der Eröffnung des zweiten Beta-Raums mehr Platz, um genau dies zu ermöglichen. Uwe Konrad, Direktor der Landesmedienanstalt und Medienstaatssekretär Jürgen Lennertz, stellten der Presse gestern die Erweiterung des ersten Beta-Raumes vor. Unter anderem bietet er Platz für bis zu 8 Personen, Möglichkeiten, Projekte durchzuführen, und die Schwerpunkte liegen hierbei auf Coding, Robotik, künstliche Intelligenz und Gaming. Im ersten Beta-Raum konzentriert sich das Angebot hingegen auf Virtual Reality, Augmented Reality, Social Media und 3D-Druck. Wir trafen den Direktor der LMS zum Interview. Heute wurde der zweite Raum des LMS Beta-Raums Zentrum für digitale Kompetenz eröffnet. Er bietet auch wie der erste Raum die Möglichkeit, Bereiche der digitalen Welt zu erkunden, selber zu erfahren, indem man mitmacht. Hier geht es um den Bereich Gaming, es geht um Programmierung, Coding, es geht um Roboter und es geht um digitale Assistenten, also der Bereich der künstlichen Intelligenz. Und LMS Beta-Raum bedeutet immer mitmachen, lernen in Stationen. An jeder Station sollen Menschen etwas Neues machen, etwas, was sie noch nie erlebt haben. Und dafür gibt es kleine Aufgaben. Mittlerweile haben wir 12 Stationen. Und deshalb sage ich ja, von dem Bereich des Rundfunks und virtueller Realität über 3D-Druck und erweiterte Realität bis hin zu künstlicher Intelligenz kann man hier mal eintauchen in die digitale Welt. Wer kann denn hier überall hinkommen? Es ist ein Angebot, das sich an alle Menschen richtet. Wir haben jeden Mittwoch von 15 bis 19 Uhr geöffnet, aber für Gruppen bieten wir auch die Möglichkeit an, gesonderte Termine zu vereinbaren. Und auch das wurde schon rege Gebrauch gemacht und es richtet sich an Menschen aller Altersgruppen und Altersklassen. Und das kostet auch nichts? Das kostet nichts. Das wird bezahlt über den Rundfunkbeitrag. Die Landesmedienanstalt ist über den Rundfunkbeitrag finanziert und wir schaffen das momentan in diesem Umfang, wie wir es anbieten, auch das als Hausangebot den Menschen anzubieten. Bekommt dann jeder, der hierher kommt und sich das angucken möchte, auch so eine Führung, wie wir heute bekommen haben zum Beispiel? Es wird jeweils betreut, weil das ist schon ganz wichtig, dass es immer eine Einweisung und eine Betreuung gibt. Es ist sogar im Gegenteil heute so, dass wir viele Stationen jetzt gar nicht im Detail erläutern konnten. Aber tatsächlich ist es so, es wird am Anfang erläutert und dann ist es natürlich schon so, dass es Ansprechpartner gibt, die für Rückfragen zur Verfügung stehen. Und ansonsten muss jeder auch selber erkunden und erstmal schauen, wie er jetzt eine kleine Aufgabe erfüllt. Was denken Sie denn, ist von den Bereichen, die heute vorgestellt wurden, so mit das, was dem Menschen in naher Zukunft am hilfreichsten sein könnte? Also ich glaube definitiv, dass die digitalen Assistenten eine ganz große Zukunft haben werden. Sicherlich ist es auch da die Frage der Grenzen und der Souveränität der Nutzer, die zu erlernen ist, auch dort. Der Bereich von Google Home, von Alexa, die ja ganz bekannt sind, die ganz stark in den Markt drängen, gibt unglaubliche Möglichkeiten sowohl der Steuerung eines Haushaltes und Haushaltsgerätes, es gibt aber auch sehr viele Möglichkeiten der Unterhaltung, der Bildung, der Beratungsangebote und auch der Kommunikation. Und das ist schon eine Revolution, die das bietet. Und ich glaube, wir sind da ein kritischer, aber wir wollen eben auch ein kompetenter Begleiter sein. Und deshalb laden wir auch da die Saarländerinnen und Saarländer ein, einfach mal reinzuschnuppern. Wird sich so digitale Assistenz auch so in Schulen umsetzen? Bringt das dort auch was? Ich teste das selber. Auch, sagen wir mal, auch der LMS-Beta-Raum ist auch für den Direktor der LMS ein hausinternes Fortbildungsangebot. Und ich finde es tatsächlich spannend zu überlegen, dass man zum Beispiel Vokabeln sich abfragen lässt oder auch gerade Fremdsprachen zu kommunizieren. Ich glaube, dass es auch digitale Assistenten sehr wohl eine Chance haben, im Bildungsbereich ergänzend zu dem, was Lehrer geben können, auch etwas zu bieten. Alexa wird nie müde, Vokabeln zu fragen. Sie wird auch nie genervt, sondern sie fragt einfach Vokabeln nochmal ab oder auch ganze Sätze. Und dieses Verständnis, das semantische Verständnis von Text, was ja in Alexa hinten dran steckt, ist schon sehr spannend für alles das, was mit Sprache zu tun hat. Jetzt nochmal kurz zum Gaming. Was ich mich jetzt frage, wieso wird das Gaming jetzt so um diese Zeit tatsächlich noch so
so jetzt so vorgestellt? Weil das gibt es ja eigentlich schon recht lange. Wieso ist das gerade jetzt erst eigentlich so im Kommen für so digitale Revolution? So? Genau. Also zunächst einmal, weil es viele Technologien im Gaming gibt, die in andere Bereiche hineingehen. Überlegen wir mal, der Bereich virtuelle Realität ist tatsächlich in erster Linie am Anfang für den Bereich Gaming auch entwickelt worden. Gaming geht auch rein in den Bildungsbereich. Man nennt das Fachterminus Gamification. Das heißt, Angebote, die eigentlich mit Spielen gar nichts zu tun haben, werden mit Spieltechnologie gekoppelt und auf einmal machen ganz viele mit. Diejenigen, die bislang kein Interesse an etwas hatten, sind mit dabei und der Nebeneffekt ist Bildung, ist Lernen. Das heißt, mit Technologien, die mit Spielen zu tun hat, werden andere Lebensbereiche beeinflusst. Und ich glaube, wir haben eher einen Nachholbedarf, und zwar nicht in der jungen Generation. Die weiß das, die kennt das, für die sind Spiele Teil ihrer Lebenswirklichkeit. Aber derer, die etwas älter sind, und das sind wahrscheinlich alle, die auch schon 40 und älter sind, wirklich gemeint, die kennen vielleicht Spiele als etwas, ja, das ist der Bereich, sagen wir mal, privat, zu Hause, hat eher mit dem Berufsleben nichts zu tun. Aber diese Sachen werden sich ändern. Und insofern, es geht einfach darum, mehr Verständnis dafür zu haben, für das, was Spielkultur ist. Überlegen Sie nur, dass die E-Games kurz davor sind, jetzt olympische Disziplin zu werden. Ich glaube, das hätte man vor wenigen Jahren für völlig undenkbar gehalten. Und für viele ist das auch heute noch undenkbar. Aber ist Teil der Realität.